Moin Moin und willkommen zurück zu Way of the Hunter. Ich bin immer noch auf der gleichen Spur, ich bin immer noch auf der gleichen quasi Aufnahmesession von der letzten Folge. Gerade haben wir einen Schuss vergeicht. Fand ich nicht so geil. Aber was willst du machen? Vor uns ist gerade die nächste Rotte. Wir hatten ja ein paar Tage vorgespult, 5 um genau zu sein. Weil ich endlich mal Veränderungen sehen will. Ich möchte endlich Veränderungen in den Gruppierungen sehen. Ich will den Genpool endlich mal spüren. Jungtiere. Die Gruppe sieht groß aus. Sehr groß. Ich habe jetzt noch keine Lockflöte gekauft. Wie gesagt, ich bin hier gleich direkt weitergegangen. Ich wollte ja unbedingt die Lockpfeife für die weiblichen Hirsche haben. Der zweite Call. Naja, ich weiß es nicht. Der zweite Call möchte ich behaupten, besser gesagt, diente dazu, Weibchen zu locken mit schlechter Verfassung. Stufe 3. Stufe 3 Fuchs, den bräuchte ich eigentlich. Aber heute hat er nochmal. Ach, ich brauche ihn doch. Ach, verdammt, ich bräuchte ihn für. Hier ein, na, so ein Ausstellungsdings hier. Wisst schon, was ich meine? Das wär's. Ja, man sieht, die laufen so hin und her. Manchmal kickt die KI nicht so krass. Ja, die haben ihre Meter ja schon fast runtergerannt im Zickzack. Mit Glück. Stehen die zeitnah wieder still und ich. Nur den kriege ich halt den Dreier. Dann schieße ich ihn. Hinten bei den Hirschen hat sich jetzt noch gar nichts bewegt. Da lässt sich bis dato keiner locken. Was gut ist. Lässt sich keiner locken, sind da alle frisch. Haben wir hier ein Einser, Dachs. Nicht nötig. Kriegen wir alles schon irgendwie hin. Da hat sich wer locken lassen. Da hat sich wer mit einem schlechten Fitnesswert locken lassen. Wir werden hier nochmal ranklingeln. Oh, und voraus auch. Sehr gut. Das gefällt mir natürlich besser, aber der Weißwedel hinter dem Rücken, sage ich einfach mal, scheiß drauf, brauche ich gar nicht. Dieser hier ist erwachsen, ja, oben links, ne? Erwachsen. Wir haben eine Chance. Wir kriegen eine Chance, endlich in der Mission weiterzumachen. Wir eichen auf 150. Sind drauf. So viel Richt. 150, bin drauf. Schuss kommt. Blubberbläschen sind drinne. Und da geht er runter. Noch mal kurz durchgeatmet und ist vielleicht nicht im Feuer, aber er liegt in der Wärme. Alles super. Er muss noch mal kurz durchatmen, die Kugel noch kurz schlucken und dann ging's. Nachladen. Bis er beruhigt und belastet den Feuer setzen. Oh. Mach mal ruhig jetzt. Mach mal ruhig jetzt. Jetzt hätte ich ja hier fast Blödsinn gebaut. Schau mal da. Dreier ausgewachsen. Da wird mir richtig warm. Weibchen. Hat sich nicht locken lassen, der Dreier. Das finde ich sehr gut. Warum finde ich das sehr gut? Hier gibt es Nachwuchs, ne? Da bleibt kein Auge trocken. Locker ist aktiv. Schießen wir das Weibchen raus. Oh, ist mir warm. Ist mir warm. Da kommt Freude auf. Ja, letzte Folge ein bisschen hartnäckig. Die Folge jetzt. Da geht was. Sag ich euch. Hier kam der Schuss. Sehr gut. Hauptschlagader, ne? Vorne und hinten durchtrennt. Herz durch Höhlungsschaden. Oh, das gilt als Herztreff. Okay, ich hätte jetzt gesagt, das ging in den Höhlungsschaden. Ist mir egal. Wir haben unseren Fitnesswert, den wir brauchen. Und somit nur noch
4 von 5. Super. Sehe ich hier Bewegung? Ich hoffe nicht. Bitte Dreier, bleib wo du bist. Der Einser, erwachsen. Maultier. Ist doch kein Maultier, der Dreier, denn der sieht doch so aus wie Weißwedel. Lässt sich locken. Machen wir jetzt hier die Mission zu Ende? Sieht tatsächlich so aus. Hier nochmal läuten. Hier nochmal Entfernung abchecken. 150. Da kommt der nächste. Jung. Wird ignoriert. Zwei erwachsene Weibchen. Ausgewachsen, sorry. Da müssen wir ran. Der Junge bleibt. Da geht vielleicht noch was. Aber hier, der Erwachsene, der kommt. Den nehmen wir mit. Legen uns hier natürlich ab, ne? Machen wir gleich ganz professionell. Ne, Y wollen wir nicht ablegen. Ich vergaß. C drückt halten. Auf 150 geeicht hatten wir schon. Anvisiert, schauen und Feuer. Boom. Der liegt definitiv im Feuer, da hat sich gar nichts bewegt. Der ging sofort runter. Bilderbuchabschluss. So muss es sein, so steht's im Buch. So ist es einfach perfekt und stressfrei. Kennen wir schon. Und bitte, lass uns jetzt die Mission beendet haben. Erstmal auf die Spur für Blutluftblasen. Sofort getötet worden. Ein direkter Herztreffer. War auch nicht nötig. Deckschusshöhlungsschaden hat den Rest erledigt. Ne? Das war super. Das war natürlich schlecht. Über 40. Nix für die Mission. Schade. Kann man aber vorher nicht wissen. Schlecht für die Mission. Gut für die Gruppe. Nen 3 Sterne ausgewachsen. Rumpelt da drinnen noch rum. Das finde ich richtig gut. Der ist nämlich neu. Geil. Endlich Erfolge in der Genpool-Tempel-Kacke. Mega geil. Also können wir, ich weiß nicht, kann man das festhalten? Macht ein paar Runs, schießt ein bisschen raus und wenn ihr der Meinung seid, alles klar. Jetzt können wir ein bisschen Entwicklung abwarten, spult da ein paar Tage vor. Vielleicht waren 5 Tage ein bisschen viel. Vielleicht sollte man auf 3 Tage gehen, dann wäre der Dreier vielleicht noch nicht ausgewachsen, sondern noch erwachsen oder so, vielleicht. Wie das natürlich voranschreitet, das müsste man ebenfalls herausfinden. Aber ich denke mal, 2 oder 3 Tage sind eine Stufe vom Alter, vielleicht. Wir haben ja, wie gesagt, 3 Stufen. Jeweils 3 Tage bräuchte man, um eine aufzusteigen. Jetzt kommt natürlich auch noch die andere Frage, wenn die Viecher ausgewachsen sind, ob diese dann verschwinden, wenn sie nicht geschossen werden. Ne? So, natürliche Auslese. Einfach natürlicher Tod, umgefallen, Ende, Bums. Das wäre jetzt natürlich noch eine Frage, die sehr interessant ist an der Stelle. Für dich. Würde mich interessieren. Und noch ganz anders, um eventuell bei der Aufklärung noch ein bisschen zu helfen zu dem Thema, einfach liegen lassen, ne? Dass man einfach mal jetzt die Kadaver findet. Naja, natürlich auch hier Blarkeks, man hat ja dann immer diese schöne Auswertung da, wo dann auch wirklich steht, gestorben an Altersschwäche, etc. Na, um das ein bisschen rund zu machen, um nicht zu sagen, alles klar, Alter reicht, Schnips und die Viecher verschwinden. Wäre natürlich echt dumm.
langweiligsten hin, was, sagen wir mal. Aber so mit dem, ja, einfach dann so umfallen. Mark muss ja auch nicht verwertbar sein oder ähnliches. Aber das würde halt diese Geschichte rund machen. Fände ich cool. Gehen wir hier erstmal noch mal ein Stück weiter. Aber bis jetzt haben wir nichts in Range. Sehr ruhig. Kann ja auch gut sein. Irgendwas werden wir hier noch finden. Das sollte klar sein. Die Zeit ist immer noch gut. 10:01 Uhr. Da ist die nächste Gruppe. Direkt auf Südost, nicht weit weg. Haben wir denn was Schönes? Maultierhirsche. Und ich sehe, da ist auch schon gut was los. Recht viele. Wahnsinn. Alle wieder so einen kleinen Affigruppler gehabt. Ich habe ja gerade gesehen, kurz mal so ein schwarzer Blink hier. Auch niemand, da kommt auf jeden Fall einer angehüpft. Jungtier. Ausgewachsen. Drei. Der fühlt sich nicht angesprochen, Gott sei Dank. Aber ist ausgewachsen. Aber ich habe jetzt tatsächlich Angst, wenn ich den schießen sollte. Dass er immer noch eine hohe Genetik hat. Das wäre halt schade. Und das auf alle Fälle nicht zu knapp. Wir rasseln hier natürlich nochmal. Alle ruhig, alle fit. Alles gut. Bis hierhin. Bauen wir uns noch ein bisschen ran. Ja, ich bin hier. Warte nur auf dich, sie sind alarmiert, alles klar. Jetzt müssen wir vielleicht mal uns abhocken. Klein und hässlich machen. Im günstigsten Fall auch unsichtbar. Und die Herausforderung ist natürlich, wir haben jetzt hier die Brücke und der Geruch zieht in diese Richtung. Das ist natürlich sehr knapp bemessen. Natürlich auch der Dachs ist total tiefenentspannt hier rüber gehüpft über die Brücke. Den hätte man jetzt schön mit der Schrot wegrotzen können, wäre auch geil gewesen. Aber ne. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Abgesehen davon habe ich gar keine Schrot dabei. Aller Quatsch. Das klingt unangenehm nah. Bewegung natürlich der absolute Todfeind für jede Tarnung. Aber wir müssen. Jetzt kommt er dicht. In Hörreichweite. Kann nicht mehr weit sein, müssen wir auf 50 Eichen.
Da ist er. Ich noch mal rasseln. Komm schon. Also. Der Jude. Dahinter sehe ich nichts, also kann ich hier einen Schuss anbringen. Schuss kommt. Und unten ist er. Ja, er war jung. Aber es ist egal, wenn ich das hier sehe. Wenn ich das hier sehe, ist es mir völlig wurscht. Super. Weg mit dem Schrott. Sagen wir so, wie es ist. Na, da brauchen wir auch keinen Blatt vom Mund nehmen. Der war Schrott, der muss weg. Das ist quasi genetischer Durchfall. Nachladen. Krass, wie dicht der kam. Auch mal ganz interessant. Der letzte, der so dicht kam, das hatten wir ja im Stream, um irgendwie mit der Armbrust zu treffen, ne? Das ist ja echt Schrott, ne? Da kannst du also lieber den Pfeil werfen, als durch die Armbrust zu schießen. Schwierig. Muss man auf jeden Fall richtig Bock drauf haben. Das kann ich sagen. Zu dieser Geschichte. Mich aber tatsächlich mehr Gadget als wirklicher Spielcontent, muss ich sagen. Die Armbrust. Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Wo befinden wir uns denn jetzt eigentlich? Sehr schön. Weißwedel. Von euch Weißwedel möchte ich eigentlich gar nicht. Aber ich muss in die Richtung. Hat sich eben nochmal ein Fuchs gemeldet. War da was? Echt? Oh, verdammt. Nichts gesehen und nichts gehört. Das ärgert mich. Schade. Ich brauche doch nur noch einen. Bitte. Einen so richtig schlechten, den keiner möchte. Den könnt ihr mir hinstellen. Gehen wir mal hier durchs kühle Nass. Vielleicht kriegen wir ja doch noch einen gelockt. So, auf ganz entspannt. Schauen wir mal diesmal zuerst auch in diese Richtung. Nicht, dass ich hier kurz vor knapp noch was verschrecke. Gar keinen Bock. Wäre mir schon ein Bedürfnis, diese Mission heute abzuschließen, um nicht mal dran denken zu müssen. Das finde ich optimal. Zwei Kandidaten. Lass es kein Einser-Jungtier sein.
Hat aber Bock. Bist natürlich genau hier im Gestrüpp und sehe nichts. Verdammt. Das ist ja jetzt richtiger Mist. Bockmist. Oh Mann. Ich dachte echt, ich bin auf der sicheren Seite. Ah, verdammt. Na, müssen wir daher. Wir werden immer schön fleißig locken. Natürlich auch eine Farce hier durchs Wasser zu hocken. Schön am Hockschritt hier. Gar keinen Bock. Aber die scheinen jetzt doch weiter weg zu sein. Das war freilich über die 200 hinaus. 250. Da ist ja der Lokbereich. Wissen wir ja. Oh, hier kommt so oder so nochmal eine sehr gute Stelle. Und hier werden wir auch definitiv noch Gruppen antreffen. Könnte ich drauf wetten. Natürlich ein geileres Fernrohr für die Wache. Und natürlich auch als Sichtmittel hier. Ein Glas wäre natürlich geil. Ich weiß gar nicht, wie das zweite aussieht. Das hatte ich noch nie. Tatsächlich. Auch nicht, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, ne, und meinen Account zurückgesetzt habe. Selbst da dachte ich immer, Investition ist es nicht wert. War, glaube ich, ein absoluter Fehlgedanke. Jungtier. Einser ausgewachsen. Müssen wir schießen. Beten, dass er da bleibt, wo er ist. Auch wenn wir gar keine Kohle für kriegen, aber ich möchte die Chance erhöhen, endlich einen Dreier zu bekommen. Drei Sterne. Ah, easy hören, ich war... Gab's mehr Geld für? Sonst waren es doch immer nur so 9. 9 Knips, aber diesmal war es ja tatsächlich ein Fuffi. Ja, die Trophäe ist hin, aber durch die Burner geschossen. So viel hätte ich ja noch nie gekriegt. Was? bin ja tatsächlich überrascht. Muss ich ja mal so sagen. Da hinten läuft der andere Fuchs immer noch. Man hätte natürlich auch einen Doppelabschuss machen können, aber ich sah das jetzt nicht als nötig. Findet sich schon wieder ein Couple. Sagen wir mal ganz vorsichtig. Ah, die Hirsche wollen wohl nicht ganz. Oh.
Doch, die wollen. Stehen wir da. Sind doch welche. Lecco Mio. Da müssen wir hin. Ich wollte gerade die Folge abklemmen, bin ich ehrlich. Aber ich sehe da nochmal eine Chance. Da hätte auch eine Chance gewesen sein können, aber interessiert mich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich andere gesehen. Cool. Da gönne ich mir natürlich auch den Hochstand, ne? Da kannst du einen drauf nehmen. Na, hüpft ein Fasan rum. Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Na, lieber ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass wir jetzt kurz vor Ende quasi nochmal verschrecken und ohne Abschuss dastehen. Ne? Das wäre mir ein bisschen zu peinlich. Das möchte ich nicht. Will ich euch nicht antun. Und hoch hier. Und jetzt zeig mir was. Ich hab euch gesehen. Da seid ihr. Genau. Weißwedel. Oh, ist mir recht. Soll mir doch recht sein. Jawohl. Da lässt sich einer locken. Ist aber kein... Ich hoffe kein Weißwedel. Das wäre geil. Locken wir weiter. Und während das Vieh auf uns zukommt, hole ich mir was zu trinken. Super geil. Mal kurz klappern. Müsste ja der hinpflanzen hier. Müsste ja langsam mal angeschissen kommen, ne? Kommt dann natürlich durch den Baum. Erwachsen habe ich schon gesehen. Weißwedel ist okay. Solle kommen, was will. Höre hier Steps hinter mir. Hinter mir noch was an und ich sehe es nicht. Aus der Richtung kommt auf jeden Fall auch etwas. Weißwedel, erwachsen, ein Stern. Weißwedel, erwachsen, Weibchen. Fasan erwachsen. Gut, interessant. Interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ah, der Caller ist abgelaufen. Da sieht man sofort, ne? Kaum drüber, ist rum. Da gibt's auch kein Pardon. Hast du zu lange gewartet, bist du am Arsch.
Kann man ja ruhig mal so sagen, ne? Auch weiß wie jung. Da sind die zwei Hübschen. Ausgewachsen. Ja, da müssen wir schießen, ne? Ausgewachsen. Ausgewachsen, ein Stern. Ja, das Ding ist absolut wertlos. Ja, komm, dann schießen wir mal. Komm. Gib mir deine Entfernung. Ja, gehen wir auf 1,50. Das ist natürlich der Busch davor. Natürlich werde ich für euch nochmal rascheln, ne? Ich bin ja nicht so. Geht auf mich. Wir haben unsere Kandidaten. Und ich bin auch dankbar für die Weißwedel. Bin ich ehrlich. Und alles nehmen, was wir kriegen. Da sind sie. Hier sollte eigentlich auch einer hochkommen, aber irgendwie. Hat er sich auch vercheckt. Na komm, einmal können wir noch. Einmal gebe ich euch noch, dann habe ich nämlich noch mal ein bisschen Luft. Für den Schuss. Müssen wir bei 150 sein eigentlich. Ich werde mal anvisieren. Versuch was wert. Ja, geht ja nicht. Runterspringen ist er nicht. Ist ja auch richtig. Ist ja auch völlig richtig. Holen wir uns unseren Abschuss ab und dann werde ich hier die Folge beenden. Ganz klar. Wir haben natürlich wieder eine halbe Stunde rum. Ein bisschen über. Muss auch mal bedenken, das schneidet sich für mich besser. Besonders wenn der Renderer auch ausfällt, ne? Gerade wie ich am Laptop sehen musste. Das ist natürlich besonders nervig. Weil der Labby einfach sagt, oh, ich gehe jetzt mal in Standby. Leco mio. Bin dran vorbeigelaufen, ne? Weil ich gerade auf den Labby geguckt habe. Sorry dafür. So. Aber ein Weißwedel. Liegt das Herz wirklich weiter eingebettet in der Lunge, ne? Wenn ich das mal so wirklich beobachte. Interessant, aber auch gut was gekriegt. Eine 341. Gut, das war sehr gut. Sehr schön. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Reingehauen.